Auch 2021 sind Hashtags eine effektive Methode auf Instagram für mehr organische Reichweite, mehr Follower und mehr Likes. Bleib bis zum Schluss dran. Am Ende zeige ich dir direkt in der App, wie du gucken kannst, wie deine Hashtags funktionieren und wie viele Leute wirklich über die Hashtags auf deine Beiträge gekommen sind. Ich bin Franzi, es schneit und schneit und schneit, auf Skiern geht's dem Wochenende entgegen. Los geht's! Zum Start nochmal ganz kurz, was sind überhaupt Hashtags? Hashtags sind grundsätzlich auf allen Plattformen gleich, das heißt, du kannst damit bestimmte Beiträge verschlagworten und mit diesen Schlagworten, also mit diesen Hashtags, nach bestimmten Beiträgen zu bestimmten Themen suchen. Wenn man durch den Feed scrollt, sieht man häufig, wie unspezifische Hashtags verwendet werden. Hashtag Germany, Hashtag Love, Hashtag Business. Die zu benutzen ist überhaupt nicht zielführend. Zum einen, weil sie viel zu unkonkret und nicht relevant sind. Zum zweiten werden dir diese Hashtags nicht helfen, sichtbarer auf der Plattform zu werden. Okay, aber wie finde ich nun die passenden Hashtags für meinen Beitrag auf meinem Kanal? Also grundsätzlich ist es nicht verkehrt, sich so auf so Hashtag-Generator oder Hashtag-Finder, alles was es so gibt an Tools oder Apps, die zu verwenden, ist grundsätzlich nicht verkehrt. Oder auch bei anderen Beiträgen aus deiner Nische von anderen Leuten und anderen Kanälen auf Instagram mal zu gucken. Aber was du nicht machen solltest, ist die Hashtags, das ganze Set, was da drunter ist, einfach nur kopieren und unter deine Beiträge hauen. Dann hast du vielleicht Hashtags, die zu deinem Thema passen, aber sie sind nicht effektiv für deinen Kanal. Denn um deine organische Reichweite zu vergrößern, musst du in den Top 9 eines Hashtags auftauchen. Wie das geht, zeige ich dir. Okay, wir gehen einmal in die Hashtag-Suche. Ich suche jetzt mal nach Social Media und dann sieht man hier schon Vorschläge für Hashtags. Social Media Marketing, Social Media, Social Media Manager. Und drunter sieht man die Größe der Hashtags. Das heißt, wie viele Beiträge wurden mit diesem Hashtag bereits gepostet. Hier sieht man schon, bei Social Media klickt man da mal rein. Und dann gibt es diese Aufteilung, Top und Aktuell. Und das genau meinte ich, hier in die Top-Liste zu kommen, das ist das Ziel, weil hier suchen die meisten nach Beiträgen. Und wir gucken uns das einmal an. Hier, das sind 200 Gefällt-mir-Angaben. Hier 19.000. Und hier 154. Genau, und das, ob ihr hier drin landet, das ist abhängig von eurem Engagement auf eurem Post. Das heißt, wie viel Likes, wie viel Kommentare, wie viel Saves. Und hier müsst ihr einfach mal gucken, ist es realistisch, hier drin aufzutauchen? Hier 1400 gefällt mir Angaben. Und einfach mal mit dem Engagement von eurem Post vergleichen, wie hoch die Chance ist, in diesem Hashtag zu landen. Vielleicht ist es eher ein kleinerer, spezifischer Hashtag. Social Media ist schon sehr groß. Wir gucken mal zum Beispiel, wenn ihr Tipps für Instagram gebt oder wie wir das jetzt zum Beispiel machen. Instagram-Tipps für Unternehmen. Hier seht ihr schon, hier gibt es so um die 500 Beiträge dazu. Und hier sieht man zum Beispiel einen Post von uns. Hier sind wir reingekommen, weil wir das Engagement erreicht haben, was man hier benötigt, um in die Top-Liste zu kommen. Es ist wichtig, dass du schaust, okay, welchen Hashtag habe ich und wie viel Engagement haben die Beiträge in der Top-Page. Und dann vergleich das einfach mal mit deinem Engagement, dem durchschnittlichen Engagement deiner letzten 9 oder 10 Beiträge. Und dann kannst du abschätzen, wie hoch die Chance ist, dort reinzukommen. Wichtig ist, du hast vielleicht auch gesehen, häufig ist es so, dass kleine Hashtags, also wo es wenig Beiträge gibt, da ist die Konkurrenz natürlich niedriger, weil einfach der Hashtag viel weniger benutzt wird. Da ist die Chance höher, in diese Top-Liste reinzukommen, aber es wird kaum nach dem gesucht. Also da ein guter Mix, am besten ein dritter Mix, so klein, mittel, groß an den Hashtags, wirklich so kleine Hashtags benutzen, die bis 1000 Beiträge haben, dann aber auch ein paar große dazwischen, wo du auch eine reelle Chance hast, auf die Top-Page zu kommen. Ein ganz wichtiger Tipp ist, ja, es ist ziemlich aufwendig, sich so die Hashtags zu erarbeiten, aber trotzdem solltest du bei jedem Beitrag die Hashtags ein bisschen wechseln. Das heißt, von den 30, die du ausnutzen kannst, die du auch ausnutzen solltest, ist, dass du mindestens 5 Hashtags pro Beitrag änderst, weil sonst erkennt das der Instagram-Algorithmus nach der Zeit als Spam, wenn du immer die gleichen Hashtags verwendest und dann wirst du auch in den Top-Beiträgen nicht mehr angezeigt. Deshalb immer mal ein bisschen wechseln, am besten sehr spezifisch zum Post, dann einfach ein paar Hashtags auswählen. Wie versprochen zu dem Pro-Tipp, wie du direkt in der Instagram-App deine Hashtags analysieren kannst. Und zwar geh dazu in die Instagram Insights,
aber nicht zu deinem Kanal wie sonst, sondern es gibt auch Insights zu jedem einzelnen Post. Hier gibt es die Insights und wenn du bis ganz runter zu den Impressionen scrollst, kannst du sehen, wo die zu deinem Post herkommen und auch hier zu den Hashtags. Hier an der Zahl kannst du also erkennen, wie viel Impressionen tatsächlich durch die verwendeten Hashtags auf deinen Beitrag kamen. Das war's soweit von den Hashtags und von mir. Wir haben zum Instagram Insights schon letzte Woche ein Video gemacht. Guckt euch das einfach an, da seht ihr noch viel mehr, was ihr da in der App rausziehen könnt. Zum Beispiel die beste Zeit zum Posten. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Lasst gerne ein Abo da, schreibt eure Fragen in die Kommentare. Bis später, Silje.